Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited Cruise. Wieso ich gerade meinen Kopfhörer noch nicht auf hatte, keine Ahnung. Vorbereitung, yay. Alles andere vorbereitet auf jeden Fall. Wir können direkt beim nächsten Boss weitermachen. Und ich würde sagen, ich schiebe das Mikro noch richtig hin. Und dann kann es auch schon losgehen mit einem ganz besonderen Kameraden. Menschlich, ja, aber nicht ganz normal. Yay! Also, damit meine ich, dass sein Körper nicht ganz normal ist, wie man weiß, wenn man die neuen... Was heißt neuen? One Piece halt verfolgt. Ja, das tut er ja, von dem her. Spoiler ich euch leider nicht. Schupp. Und ich würde sagen, erstmal alles richtig ausrüsten. Was haben wir denn alles? Wir haben von den Dingern... Mach ich mal eine hier hin. Und dann haben wir Bomben, die wir frei benutzen können. Yay, und ein Flammending. Wow, das bringt's, ich weiß. Das möchte ich gerne noch verbrauchen. Hopp. Yay. Ich sollte das nicht tun. Nicht verbrauchen, während ich gerade vor dem Boss stehe. Dammit. Oh Mann, der Typ ist völlig... Man würde denken, dass er total durchgedreht ist, aber eigentlich hat er einen ziemlich guten Plan bisher gezeigt und ich glaube, dass der Typ einiges im Kopf hat. Auch wenn ich ihn wirklich hasse. Nur ein bisschen sterben. Oh je. Ja, die wohl stärkste Teufelsfrucht, wahrscheinlich. Der müsste doch eigentlich total schwach gegen Zorro und so sein. Der ist zwar ein Logia-Benutzer, aber die eigentlichen Logia-Kräfte greifen bei ihm nicht. Das heißt, man kann ihn tatsächlich verletzen und so. Wo mach ich das denn hin? Machen wir es dahin. Was soll's? Sollte so okay sein, erstmal. Fürs Erste, ja. Ich möchte aber noch nicht Chopper kämpfen lassen. Erstmal Brook, der ist immer die Vorhut, der ist schnell genug, um erstmal ein bisschen Damage machen zu können. Bam, bam, bam. Los, Brook. Du kannst mir aber erstmal noch gar nichts, auch wenn du doch schon relativ viel Damage machst. Ach, ich kann das so noch machen. Na gut, wem gebe ich denn noch ein bisschen mehr HP? Zorro, du hast noch viel zu wenig. So. Wenn das nicht arg viel brachte. Haha. Du bist noch sehr langsam. Und sehr schwach gegen Schwerter, wie schon gesagt. Habe ich es ganz erklärt? Egal. Seine Logia-Kräfte greifen auf jeden Fall nicht so wie bei anderen Logia-Benutzern. Das heißt, er kann verletzt werden. Ich weiß nicht, ob ich den Satz vorhin beendet habe. Was es sehr interessant macht. Da eigentlich bisher gedacht wurde, dass Logia-Kräfte immer diese Eigenschaft haben. Aber offenbar nicht immer. Naja, ich wollte es nur mal anmerken, weil ich es ziemlich cool finde. Nein, das bringt dir gar nichts. Aber bisher setzt er auch seine dunklen Kräfte noch nicht wirklich ein, sondern schlägt nur zu. Das ist wirklich noch sehr lahm. Deswegen greife ich auch damit mit Brook an. Yay.
da kann man noch ganz gut was machen. Ausrichten und so. Komm, Schlag. Hi. Bam. Yay. Brauchen wir eigentlich nicht nochmal eine? No. Hahaha. Du kannst gar nichts. Ich greife dich immer in der Luft an. Dann wird das Ganze nichts. Und ich kann einfach weiter angreifen. Yay, Polka-Fechten. Größere Anzahl an Schwertstößen. Wow, nice. Das sollte sehr gut sein gegen ihn. Bam. Noch mehr Damage. Natürlich mache ich gerne diesen Upgrade. Das hilft uns gegen ihn. Ach, dammit, ich bin zu weit weg. Bam. Nice, und einfach weiter drauf. Hä? Wow, das war zum Beispiel schon mal ganz gut. Ich wünsche nur, er hätte seine neuen Kräfte auch schon. Aber das war ja damals noch nicht bekannt, deswegen kann das ja unmöglich. Dammit. Au. Sein, wollte ich sagen. Au. Okay, das war's mit Brook. Was? Nein, war's nicht mit Brook. Okay. Hier. Okay, was hat ein Brook noch für Fähigkeiten eigentlich? Schlafliedabwehr, was macht das nochmal? Wiegt verletzte Gegner in den Schlaf. Das geht aber bei Bossen nicht richtig, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest. Nein, das klappt nicht bei mir. Sorry. Ich bin doch schon tot. Du magst die ultimative Finsternis sein, aber ich habe die Hölle gesehen. Bam, 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 bam. Yay. Und einfach weiter drauf. Du kannst mir gar nichts mit Brook. Auch wenn ich eben irgendwie recht wenig Damage mache. Und dammit, jetzt habe ich meine geile Position hier aufgegeben. Aber einfach weiter drauf. Bam. Ah, das macht beinahe kein Damage, wenn er am Boden ist irgendwie. Aber ich krieg ordentlich Level dazu, also werde ich weiter draufhauen. Why not? Das ist auch eine Art von Unendlich-Kombo. Zumindest haben wir eine Art Stun-Lock. Dynamischer Lock. Nein, keine Dreifach-Kombo. Bam, bam. Au, wieso geht's jetzt nicht mehr damit? Au. Dann machen wir es erstmal so. Bam. Und wieder voll. Haha. Kannst mir nichts, du kannst mir nichts. Nicht in dieser Form, nicht mit diesem Körper. Marshall die Teach. No. Bam, bam, bam. Hälfte mit einem Charakter. Ach, er macht immer erst einen Sprung und dann nochmal einen. Okay. Und dann diesen Spezialsprung. So rum. Erst einen Sprung und dann nochmal einen. Das ist sinnloser Satz. Ist sinnlos und so. Nein. Nein. Greift noch nicht an, okay? Bam, bam. Yay. Ich habe keine Möglichkeit, mir SP so wirklich herzustellen. Wiederherzustellen. Nope. Schade. Das hätte ich vielleicht noch vorbereiten können, wenn ich schon alles andere vorbereitet habe. Aber okay. Nein. Oh oh. Nicht gut. Jetzt beginnt er etwas stärker zu werden. Bam, bam, bam. Haha. Nice. Nein. Yummy, no Chikara. Nicht mit mir. Dam, dam, da, dam, dam. Und nochmal ein Sprung. Nein. Jetzt habe ich aber abgewehrt. Sehr schön. Au. Das tat ein bisschen weh. Wobei ich mich frage, was passiert, wenn Blackbeard Brook berührt. Hat jemand von euch darüber schon mal nachgedacht? Ich meine, seine Teufelsfrucht hält ihm ja am Leben. Entweder das oder es hätte gar keine Wirkung. Eins von beidem. Hm. Ah. Nein. Du kannst mir gar nichts. Kurose ist zwar stark, aber nicht mit mir und nicht mit Brook. Bam, bam, bam. Dum, dum, dum. No. Sorry, das war daneben. Willst du nochmal versuchen?
Ich spiele. Bäh. Nein. Okay. Okay, kurz. Au. Kurz danach ist er aber ein bisschen schwach nach Kurose. Ja, ja. Nein. Braucht immer ein bisschen. Was soll ich sagen? Ah. Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Oh oh. Ja, das war's mit Brook. Tut mir leid. SP wollte ich sagen. Dann nehmen wir noch den anderen Schwertkämpfer hier. Bäh. Und bam. Das sollte beinahe genauso stark gegen ihn sein. Au. Naja, wenn ich treffe, natürlich. Nein. Aber, warte mal, Kurose macht doch gar nichts gegen normale Leute. Oder ehe ich mich da... Au. Okay. Hilfe. Au. Das ist aber doof. Wenn man gerade mitten in dieser Animation ist. So. Bam. Yay. Chopper. Zorro for the win. Chopper? Nein. No. You're not doing this to me. Au. Au. No. Yay. I hate you. Ja, ja, ich weiß. Ich sollte öfters die Endlos-Combo benutzen. Tut mir leid. Bam. Aber ich treffe da nie irgendwie. Bam. Yay. So vielleicht? Das klingt doch schon mal ganz gut für eine Endlos-Combo. Sah ganz gut aus, ehrlich gesagt. So, nein. Wird nicht funktionieren. Wow. Wisst ihr das schon, dass das so viel Damage macht? Oh oh. Naja, ich war gerade eh in der Attack-Animation. Ciao, Zorro. War schön, dich gekannt zu haben. Dann übernimmt halt der Schluss noch. Lysop? Why not? Why not? Au. Ja. Lysop, musst auch was tun dafür. Vielleicht ihn angreifen, das wäre mal ganz gut. Und, aber nicht in deiner Form. Schupp. Sogeking. Yay. Und gleich mal hier. Bam, 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 bam. Das war's mit dir im Namen von Sogeking. Endlich hat's mal geklappt. Yay. Heftiger Gegner, aber geht eigentlich dann doch. Wow, 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 wow. Yay. Nehmen wir natürlich mit. Keine Frage. Damit haben wir alle normalen Bosse besiegt. Jetzt kommen noch die optionalen dran und die werden sehr spannend. Das könnt ihr mir glauben. Ja. Als erster Buggy. Vielleicht schon in der nächsten Episode. Mal schauen. Yay, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Oh. Nein, nein, Luffy, noch nicht ganz. Nami, ich habe den Schatz von der Prüfung aufs Schiff getragen. Psst, Chopper, nicht so laut. Was hast du vor, Nami? Du willst den Schatz doch nicht etwa für dich allein behalten. ich weiß überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht, wovon du redest. Naja, lassen wir das. Auf zur Insel im Zentrum. Schätze, Schätze. Yay. Wo ist der Schatz? Würde ich gerne hier noch auspacken. Where are you? Where are you? Hier nicht. Wieso? Wieso stellen die Schätze immer irgendwo anders hin, sodass man erst suchen muss? Nee. Naja. Dann. Schatz? Wo bist du? Wo bist du? Nein.
Da ist auf jeden Fall nichts. Naja, egal. Ich werde euch nächste Folge zeigen, wo er ist. Braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Das finde ich schon raus. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Episode. Falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit meinem anderen Let's Play. Ciao, Leute.